hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um das CairoDock. Und zwar das CairoDock ist das hier, was ihr hier unten seht. Das ist schön animiert. Ja, es ist sehr verspielt, dieses Dock. Man kann das wirklich bis aufs kleinste Detail anpassen. Jetzt zum Beispiel diesen kleinen Pinguin. Den kann man übers CairoDock mit hinzufügen. Diese brennende Maus hier. Ja, das hier gehört auch zum CairoDock. Diesen Umswitcher für die Arbeitsflächen. Und ja, und vieles mehr. Gut, und wie man das Ganze installiert, dazu spule ich jetzt einmal ganz kurz zurück. Starte die virtuelle Maschine nochmal neu. In einer neuen Instanz. Und dann gehen wir mal gemeinsam Schritt für Schritt durch. Ja, wie das Ganze so funktioniert. Wie man vielleicht schon erkennen kann, habe ich jetzt hier schon so einiges an dem System verbastelt. Und dann habe ich jetzt hier Compass mit den 3D-Cube-Würfel installiert. Diverse Fenstereffekte habe ich installiert. Wie die wackeligen, wubbeligen Fenster zum Beispiel. Brennende Fenster. Und auch Magic Lamp als Fenster. Die Leiste habe ich hier verbastelt, dass man die auch im Vollbildmodus ja ganz ausblenden kann. Hat natürlich den super Vorteil, wenn man so wie ich viel am Laptop sitzt, dass man auch wirklich die komplette Bildschirmbreite ausnutzen kann und nicht immer diese blöde Leiste hier hat, die eigentlich für nichts, oder zumindest sagen wir mal für nicht allzu viel nützlich ist. Aber das ist ja jetzt nicht Gegenstand des heutigen Themas. Heute geht es hier um das CairoDock, wie man Ubuntu Mate ein wenig verbasteln kann mit Compass. Ja, zu diesem Thema müsstet ihr dann einmal bei mir auf dem Kanal schauen. Dort gibt es definitiv ein Video zu diesem Thema. Ja, müsste so eines der letzten Videos, die davor sind, müsste es sein. So, jetzt aber zurück zum CairoDock. Ich fange jetzt nochmal ganz von vorne an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich ohne CairoDock wieder. So, da wäre ich wieder. Das CairoDock ist jetzt verschwunden. Wir haben jetzt zwar immer noch Compass aktiv und installiert, aber das CairoDock fehlt. So, wie gehe ich da am besten vor? Am besten zeige ich das mal zu Demonstrationszwecken über die Synaptik. Mache ich mal schön auf Vollbild und verstecke die Leiste, damit wir auch alle sehen. Cairo-Doc, ohne Plus natürlich. Dann schauen wir mal, was er da so Schönes findet. Den ersten Eintrag muss ich natürlich sofort nehmen. Das alles, das ist das Schöne jetzt hier an der Synaptik, den sieht man sofort, welche Pakete gleich mit installiert werden. Dann hätten wir hier noch etwas offen. Ja, Mono, das installiere ich auch mit. Und was brauchen wir noch? Ja, damit hätten wir alles aktiviert, was wir benötigen. Ich klicke auf ja, Anwenden, schaue noch einmal ganz kurz nach, was hier alles mit installiert wird. Und muss feststellen, das sieht alles sehr gut aus. Und Sache dann anwenden. Kann den ganzen Installationsprozess noch ein wenig beobachten. Und dann würde ich sagen, melde ich mich dann halt eben wieder, wenn alles installiert ist. Einziger Nachteil an Synaptik ist, finde ich, dass hier das ja, Terminalfenster so klein ist. Das kann man schlecht lesen. Zumindest auf einem 15 Zoll Laptop. Das ist vielleicht nicht ganz so gut geeignet. So, das war's schon. Das CairoDock ist installiert. Wir schauen mal nach, wo es ist. Ich gebe mal hier ein Cairo. Und da hätten wir es schon. So, da ich aber möchte, dass CairoDock automatisch ja mit geöffnet wird beim Systemstart, schaue ich mal eben nach, wie der Befehl dazu ist. Ich gebe mal dazu ein Hauptmenü. Und dann schaue ich mal, wo sich hier das CairoDock befindet. Und dazu gehört schon mal nicht. Da wäre es. Diesen Fallback-Modus brauche ich nicht. Den kann ich auch hier gleich unsichtbar ausblenden. Mache dann hier einen Doppelklick. Und so wäre dann auch der Terminal-Befehl Cairo-Doc. Kopiere ich mir eine Zwischenablage. Gehe jetzt auf die Startparameter bzw. Startprogramme. Dann sage ich ihm auf, hinzufügen. Name, ja, CairoDock, können wir euch so lassen. Befehl, der ist wichtig, dass der richtig geschrieben ist. CairoDock, auch klein geschrieben. Kommentar könnte man jetzt noch reinschreiben. Schönes, verspieltes, nein, dann schreiben wir natürlich Schöni, Verspielte, Leiste. Genau, und dann hätten wir hier den Eintrag. Und jetzt sollte eigentlich, ich mache mal einen kompletten Neustart. Jetzt sollte eigentlich CairoDock schon benutzerfreundlich mit am Start sein, wenn der Rechner jedes Mal hochfährt, sodass man das nicht jedes Mal mit dem Terminalbefehl oder wie auch immer erst starten muss. So,
Kombi funktioniert noch, das Cryo-Dock ist da. Ja, und wir schauen uns einfach mal an, wie man das Cryo-Dock jetzt hier verbasteln kann. Ich klicke dazu mal die rechte Maustaste, dann kann ich konfigurieren. Und hier habe ich diverse Einstellmöglichkeiten, um das Cryo-Dock nach meinen Bedürfnissen oder nach meinem Geschmack zu verändern. So, bleiben wir beim ersten Eintrag Verhalten. Klar, hier kann man zum Beispiel sagen, ich möchte es links haben. Oh, nicht, komm, lassen wir es mal links. Dann kann man auch sagen, wie soll sich das verhalten, wenn ein Fenster davor ist. Entweder immer im Vordergrund. Sagen wir mal, jetzt sollte eigentlich, ja, sobald ein Fenster da ist, das verschwinden, das macht ja auch Sinn. Wenn ich mit der Maustaste in die Ecke gehe, dann ist dementsprechend das Panel wäre da. Und das ist auch eine zusätzliche super Funktion. Dock verbergen, wenn es mit irgendeinem Fenster überlappt wird. Weil oft ist das ja so, dass wenn man das aktive Fenster nimmt, packt es hier hin, dann ist die Leiste verschwunden, ist auch richtig. Aber sobald ich ein anderes Fenster aufmache, machen wir jetzt hier so ein Beispiel, ich öffne mal irgendetwas. Und oft ist das ja so, wenn ich zwischen den aktiven Fenstern hin und her switche, dass dann das Dock nur verschwindet, wenn das vom aktiven Fenster, so wie jetzt, das wäre jetzt das aktive Fenster, verdeckt wird, ist ja auch richtig, aber wenn ich auf den, wenn das dann zum inaktiven Fenster wird, oft ist dann die Leiste wieder da und verdeckt mir oft Text oder irgendwelche Informationen, die ich dann nicht lesen kann. Und deswegen ist diese Option natürlich perfekt. Da kann sich natürlich Gnome und auch das Plank-Panel eine kleine Scheibe von abschneiden. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber doch so im Laufe der Zeit nervt das, wenn wir jedes Mal jetzt hier das Dock erscheint. So, was kann man noch machen? Ich mache das jetzt aber mal ein bisschen kleiner. Jetzt will ich, dass man das Dock sieht. Zum Beispiel Animation pulsieren. Das ist, wenn man hier so drüber geht. Wie sollen sich die Icons bzw. das Dock verhalten? Ich finde zum Beispiel auch ganz witzig mit dem Drehen. Dann hat man hier so einen Würfel. Ja, ein Nachteil am Cryo-Dock ist ein wenig buggy. Also bis man das vernünftig einmal eingestellt hat, kann es natürlich passieren, dass es ein paar Mal abstürzt. Aber wenn es einmal so installiert ist oder wenn man es einmal so eingestellt hat, wie man es haben möchte, dann läuft es eigentlich ohne Probleme. Genau, aber was noch witzig ist, ist springen. Sag mal übernehmen. Wenn man jetzt draufklickt, dann hüpft das. Das ist ein netter Effekt. Oder was ich noch besser finde, ist drehen. Wenn man hier drauf drückt, ja, jetzt dreht er sich. Ja, und hier kann man auch diverse andere Sachen einstellen. Ich zeige dir nur mal eben so im Schnellformat, was ich jetzt hier ganz gut finde. Ja, Tastenkombinationen kann man hier noch vergeben. Und bei Themen, genau, das könnte auch interessant sein. Man kann hier diverse Themen jetzt wählen. Ich speichere dieses Thema mal eben ab und nenne es einfach mal mein Profil. Und kann man hier diverse Themen nehmen. Und hier wird auch rechts gezeigt, wie das Thema aussieht. Ich könnte zum Beispiel das jetzt mal nehmen. Sagt ihm dann installieren, beziehungsweise installiert ist er schon. Das ergibt man daran, wenn hier ein Sternchen ist, dann ist er schon installiert. So, und jetzt hätten wir schon ein neues Thema. Das würde jetzt so aussehen. Oder man kann auch so machen. So würde dieses Thema aussehen. Oder macOS. Genau, dann würde das so aussehen. Was sagt eigentlich mein persönlicher Tux dazu? Das sieht gut aus. Und ich gehe jetzt mal jetzt hier wieder auf mein persönliches Thema. Das sollte hier auch irgendwo stehen. Hier mein Thema. Sag ihm übernehmen. Sag ihm yo. Und da wäre mein Thema wieder am Start. Ja, und dann gibt es noch einen fortgeschrittenen oder Expertenmodus. Dann kann man hier drauf gehen und dann kann man hier noch feiner alles einstellen. Zum Beispiel, wenn ich Ordner haben möchte. So, dann sieht man, jetzt habe ich hier die Ordner drin. Hier das Terminal, hier hätte ich WLAN, E-Mail, Zwischenablage, ausschalten. Schreibtisch anzeigen. Hier wäre ein Lesezeichen. Genau, Lesezeichen möchte ich nicht mehr haben als Beispiel. Dann kann ich hergehen und sagen, Lesezeichen verschwinde. Zack, dann ist die Leiste draußen. Wenn ich hier auch noch weitere Einstellungen vornehmen möchte, dann kann ich hier zum Beispiel auch sagen, wie sich das Ganze verhalten soll und so weiter und so fort. Also man hat hier richtig viele Einstellmöglichkeiten, um halt eben sich das Dock so zu verbasteln, wie man es gerne haben möchte. Dann kann man sogar das Symbol ändern. Jetzt habe ich leider keine anderen Symbole hier. Wenn man sagt, die Symbole gefallen mir nicht, ich möchte entweder einzeln
ein Symbol verändern oder ja, oder auch theoretisch auch alle. Das wird alles gehen. Ja, diese Möglichkeiten hat man halt eben mit dem CairoDoc. Und ich finde das eine spaßige Angelegenheit. Klar muss man so ein bisschen Spaß an der ganzen Verbastelreihe haben. Sobald jetzt ein neues Programm geöffnet wird, ist es natürlich logischerweise auch hier mit drin. Ich fehlt noch einen Internetbrowser, sehe ich hier gerade. Können wir mal kurz gucken, wie man den da reinpackt. Installiert habe ich Firefox. Ich öffne jetzt einfach mal und mache die Leiste hier oben wieder weg. Und jetzt kann ich mit per Rechtsklick auch sagen, Firefox in einem Starter umwandeln. Gucken, was dann passiert. Jetzt schließe ich wieder. Nee, so ging das schon mal nicht. Hey, wo will mein Tux hin? Hallo, wo willst du hin? Bleib hier an der Leiste, du. Vielleicht festhalten und einfach reinstupsen. Ich mach das einfach mal. Ja, einfach da reinziehen und dann wäre er da drin, ne? Prima. Also das geht auch ganz unproblematisch. Und wenn das hier einen stört, ich glaube, man kann sogar auch sagen, dass er nicht immer im Vordergrund sein soll. Sichtbarkeit, immer im Hintergrund. Ja. Ich gehe mal kurz auf meine Homepage, lade mir nochmal eben zwei Apps runter. Einmal den Trek-Guru, Download, herunterladen und den Map-Composer herunterladen. So, ich werde die beiden Pakete mal eben installieren. Geht dazu in das Downloads-Verzeichnis. Und wo hätten wir die beiden Pakete da vorne? Einmal den Trek-Guru und den Map-Composer. Dazu gebe ich ein sudo dpkg-i Map-Composer build. Das kann sein, dass jetzt noch Java fehlt. Da muss ich mal eben nachschauen. Ja, war ich schon installiert. Prima. Ja, also ich bin eine virtuelle Maschine. Ich glaube, da habe ich nur 8 GB. Ja, das läuft dann dementsprechend auch. Icon wird angezeigt. Das wollte ich auch mal eben gegenchecken. Und das nächste Paket auch einmal installieren. Ne, Trek-Guru schreibt man groß. Dann machen wir das auch. Ja, huckizucki. Und damit wäre Trek-Guru auch installiert. Icon wird richtig angezeigt. Prima. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Das so viel zum CairoDoc und seinen Einstellmöglichkeiten. Ja, eine virtuelle Maschine ist alles ein bisschen buggy hier. Das muss man natürlich auf einer richtigen Maschine mit einer richtigen Grafikkarte machen. Ansonsten hat das hier ziemlich wenig Sinn. Naja, aber ich denke mal, ich konnte so einen kleinen Einblick generieren. Wie gesagt, rechte Maustaste, CairoDoc konfigurieren und hier in diesem Menü hier, da hat man wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Ich finde es eigentlich ganz übersichtlich, wenn man dann hier die Kategorien einzeln durchgeht, dann ist das alles ein bisschen aufgeräumter. Und es gibt einmal einen einfachen Modus und einen Expertenmodus und hier kann man sich richtig austoben. Also unter Spaß kann man auch diverse witzige Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel jetzt hier den Pinguin, kann man dementsprechend aktivieren und dann auch noch irgendwelche lustigen Einstellungen vornehmen, die Größe verändern, Transparenz des Pinguins, Pinguin im Dock wandern lassen, ja, solche Scherze halt, ne? Ich finde das eigentlich ganz witzig, so wie jetzt, läuft er hier fröhlich hier rum, ich finde das gut. Was kann man noch machen? Okay, so ein paar witzige Augen kann man sich hier noch reinpacken, die berühmten Gnome-Eyes. Bewegungsunschärfe, das weiß ich nicht so genau, was das sein soll. Wie gesagt, hier in der virtuellen Maschine ist das auch alles ein klein wenig buggy. Systemmonitor, komm, den aktivieren wir mal. Ja, dann hätten wir jetzt hier so eine Art Tacho. Kann man sich noch aktivieren. Energieverwaltung. Und dann könnte man hier auch nochmal nachschauen. 100% Akkuleistung in dem Fall. Klar, ich bin per Strom angeschlossen. So, das Ganze war jetzt eine virtuelle Maschine und ja, der Versuch, der hat funktioniert und das Ganze werde ich jetzt auch auf meiner richtigen Hardware, auf meinem Server auch nochmal installieren. Ja, und werde dann mal so einen kleinen Langzeittest machen, so von mehreren Wochen. Dann gibt es gegebenenfalls nochmal ein Fazit zu diesem Thema.
Ja, das soll es auch jetzt gewesen sein an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!